Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Was ich hier anhabe, ist eigentlich eine natürliche Klimaanlage. Reine Schuhwolle kann nämlich wegen ihrer starken Kräuselung viel isolierende Luft aufnehmen. Und je nach Klima Feuchtigkeit aufnehmen oder abgeben. Es findet also ein richtiger Temperaturausgleich statt, der dafür sorgt, dass man nicht nur modisch angezogen ist, sondern sich auch bei jedem Wetter drin wohlfühlt. Die Arkana Pullover und Sockenwolle, die sie bei Coop überkommen, kommt hauptsächlich von diesen Schafen an. Es sind Crossbreds, eine Kreuzung zwischen Merino und Chevio-Schaf, so wie sie in Argentinien und in Uruguay gezüchtet werden. In solchen Wickel, man sagt einen Kammzug, kommt die Wolle in die Schweiz, wo sie in der Kammgarnspinnerei Bebier in Lintal für Coop dann weiterverarbeitet wird. Zuerst wird der Kammzug zu einem gleichmäßigen Vorgarn gemischt und gestreckt. Anschliessend entsteht in der Spinnerei in verschiedenen Arbeitsgängen das eigentliche Garn. Und in der Färberei sorgen die Spezialisten dafür, dass das Handstrickgarn auch immer in den aktuellen Modefarben verfügbar ist. Und so können Sie dann die Arkana-Wolle bei Coop kaufen. Im Rundknäuel als Pullovergarn und im Rollknäuel als Sockengarn. Nicht nur modische Wolle finden Sie bei Coop, auch die neueste Frühlingsmode. Hier ein paar Beispiele aus dem Coop Warenhaus. Eher sportlich der Blazer mit der bequemen Buntfalthose. Oder eher elegant mit Schüpp und Nadelstreifen. Die Tage werden schon wieder länger, das freut vor allem auch Tobi Gärtner. Und für die hat Coop eine interessante Neuheit. In allen Coop-Samentüten hat es jetzt nämlich so eine Stecketikette mit den wichtigsten Angaben über Saatgut. Die Stecketikette ist wetterfest, die Schrift verblasst nicht und sie hat jederzeit eine genaue Übersicht über ihre Pflanzung von der Aussaat bis zur Ernte. Was gehört zur Fasnacht wie Guckenmusik oder das Pfeifen und das Trommeln? Sie haben recht geraten, es sind Fasnachtsküchli. Der Coop-Bäcker macht sie, wie man sie am liebsten hat. Fein, zerbrechlich und knusprig zart. Und damit wäre schon wieder Zeit für das Coop-Rezept von dieser Woche. Wir schalten um in die Studioküche. Guten Abend miteinander. Ein bisschen Reis, ein paar Tomaten und frische Champignons. Und schon haben Sie ein schmackhaftes Gericht, das nicht teuer ist. Zuerst Tomaten in heißes Wasser tunken, schälen und in Würfel schneiden. Im heißen Öl und Anke gehackte Zwiebeln und Knoblauch dämpfen, Tomaten dazugeben und 20 Minuten köcheln. Dann die Champignons dazugeben und auch 20 Minuten mitköcheln. Den Reis in viel Salzwasser gar kochen, in eine tiefe Schüssel anrichten, mit der Hälfte von der Tomatensauce und Parmesan-Käse mischen und zum Schluss den Rest von der Tomatensauce drüber leeren. Auch das Rezept finden Sie in der Coop-Zeitung von dieser Woche. Einen guten. So, das wäre es für heute. Wir danken fürs Zuschauen. Und jetzt zeigen wir Ihnen noch, was Sie ab morgen bei Coop wieder günstiger einkaufen können. Zum Anfang die aktuellen Preisschlager. Bei Coop gibt es Arkana Strickgarn, ein Knäuel an 100 Gramm für nur 2,90 und Arkana Sockenwolle, ein Knäuel an 50 Gramm für nur 2,50. Eine Rispen Orchidee Mini Zymbidium für nur 4,90. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop alle Gala Frischeierteigwaren im 500 Gramm Beutel jetzt 40 Rappen günstiger. Knorr Stocki statt 3,95 für 3,20. 3 Dosen italienische Tomaten statt 2,70 für nur 1,80. 2 Becher Plantamargarine statt 4,30 für nur 3,60. 2 Becher Planta Minuscalorie Minarin statt 3,70 nur 3,20. Alle Joghurt im 180 Gramm Becher sind jetzt 10 Rappen günstiger. Und nur morgen übermorgen und am Samstag bindt die Herdöpfel in Tragtaschen an 2,5 Kilo nur 2,60. Und Jaffa-Grapefruit in Tragtasche, das Kilo nur 1,40. Auf Wiedersehen.